Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Express Stallbau. Nein, natürlich RimWorld und wir spielen die Beta 19. Wir sind in der dritten Staffel und hier oben entsteht tatsächlich gerade unser erster Stall für die Tiere. Genauer gesagt, hier möchte ich gerne die Hühner rein verlegen. Ich glaube mal, da brauche ich dann natürlich auch ein neues Gebiet. Zuweisung, Tiere... Gebiete verwalten. Genau, wir nehmen hier noch ein neues Gebiet und das nenne ich Hühner, damit wir da auch immer genau wissen, was wohin gehört. So, jetzt muss ich das erst noch basteln, nämlich so eine Hühnerzone. Hühnerzone, klingt jetzt auch irgendwie falsch. So, die sind hier und hier und oh, das ist natürlich so ein bisschen blöd. Weil hier in diesem sandigen Geröll nicht so sehr viel wächst. Aber ich gucke mal. Ich glaube, hier packe ich so das Alpaka hin oder so. Und den Hühnerstall baue ich dann weiter hier unten, wo viel Gras ist. Weil ich könnte natürlich das Ding hier als Hühnerstall nehmen. Und dann hier so außenrum einzäunen und gut ist. Ich glaube, ich mache das so. Dann ist das nicht so lästig irgendwie, so generell. Dann habe ich auch nicht so das Mega-Problem mit irgendwelchen rumlaufenden, nervigen Tieren, die dann immer im Weg sind. Dann muss ich die Zone halt umbenennen, aber okay. Kriegen wir auch hin. So, dann müssen wir hier allerdings noch ein paar neue Steine herstellen, glaube ich. Irgendwer klopft hier mal bitte ein paar Steine. Und wenn hier dann irgendwie genügend Heu ausgerollt wurde, dann kann das da auch gleich gelagert werden. Ja, das hier sieht doch ganz gut aus. Das verdirbt in 2,3 Jahren. Ich glaube mal, das schaffen wir gerade so. Ach ja, herrlich. Da freut man sich doch immer wieder. Pupas, was machst du denn wo? Baut Gebiet an, okay. Und hier wird ordentlich Holz geklopft. Auch nicht schlecht. So, aber ich glaube mal, den Boden hier machen wir tatsächlich aus Holz. So, dann können wir hier nämlich auch schon mal das erste Dings hinpacken. Schlafplatztier. Ich hoffe ja immer noch, dass ich hier ein paar mehr Alpakas noch kriege. So, wir haben hier ein männliches Alpaka, okay. Gut, dann gucke ich mal bei den Wildtieren, ob wir noch irgendwas Passendes finden. Okay, die sehen irgendwie sehr krank aus. Alpaka, Alpaka, okay, hier sind lauter männliche. Ist ja scheiße. Naja, gut. Machen wir erstmal hier eine männliche Alpaka-Zucht. Es geht ja erstmal nur darum, dass wir Wolle kriegen. Und dass es eine bequeme Form ist, schnell an Wolle ranzukommen. So, jetzt müssen wir das hier allerdings noch fertig machen, weil das sieht hier irgendwie so ein bisschen wild aus. Wo sind denn jetzt unsere motivierten Arbeiter? Diamond, wo bist denn du? Baut Holzboden, okay. Betet und meditiert. Ja Leute, ihr könnt doch nicht die ganze Zeit hier beten oder meditieren. Die Arbeit muss gemacht werden. Ach Mann. Wenigstens wird das Silber nicht schlecht, wenn es da draußen rumliegt. Oh Mann. Ey, es ist echt so schmerzhaft. So, Diamond, kannst du jetzt noch irgendwelche Dinge tun, bitte? So, dann baue ich hier unten noch ein Plätzchen hin. Wo Heu hinkommt. Weil dann können sich die Viecher am Schluss so richtig den Bauch mit allem möglichen Kram vollschlagen. Alles andere darf hier nicht rein. So. Wenn wir also Heu haben, dann kommt das bitte hier oben hin. Yeah.
Wie warm ist es denn da drin? Oh je, das ist natürlich auch super warm. Okay, wir müssen eine passive Kühlung reinsetzen. Eieiei, was ein Stress immer. Und hier sind unsere Leute so richtig viel am Rumrennen. Okay, wir brauchen echt viel Holz momentan. Ganz viel Holz. Kriegst du das hier in der Ecke hin? Das wäre natürlich schön. Ja, gut, kriegt er hin. Alles kein Problem, wir haben genügend Steine. Warum ich jetzt den Hühnerstall hier unten haben möchte, ist ganz simpel, weil die Hühner fressen das Gras hier. Und die ernähren sich dann zur Not einfach mal selbst, so eine Weile. Komprimierter Stahl. Überall ist dieser scheiß Stahl. Das ist nicht die Möglichkeit, echt. Ich glaube mal, ich hau jetzt hier noch so ein bisschen Loch in die Wand rein. So bis hier. Also wartet mal, ich zeige euch das mal eben kurz. So, hier. Weil, das stößt dann hier schon an diese Wand. Die muss ich dann nicht nochmal extra bauen. Und, huch. Flüchtling gejagt bei Großvieperndorf. Okay. Sie fleht um Hilfe, also die gute Veronica, die uns hier kontaktiert, sie fleht um Hilfe und bietet an, deiner Kolonie beizutreten. Sie erzählt dir, dass sie 57 Jahre alt ist. Für mehr Informationen bleibt keine Zeit mehr. Aber sei gewarnt, wenn du annimmst, wirst du gegen die verfolgenden Stammesmitglieder kämpfen müssen. Die Gruppe besteht aus zwei Büßern. Okay, die finden uns eh kacke. Dann machen wir das doch einfach mal so. Ich gucke mal, was die Veronica kann. Bitte sei irgendwie nützlich. Oh ja, oh, das ist cool. Aber sie hat eine nervige Stimme, psychisch hochsensibel und träge. Aber sie ist gut im Handwerk, sie kann mit Tieren. Kunst und Fernkampf und Nahkampf und Konstruktion mag sie. Das finde ich ja schon mal gar nicht so verkehrt. Okay, jetzt werden wir dann wahrscheinlich gleich mal dagegen kämpfen müssen, was hier sonst noch alles rumrennt. Also diese komischen Büßer oder so. Aber das kriegen wir hoffentlich hin. Wir wollen ja ein bisschen Spannung hier haben. Wenn also die Verfolger kommen, dann ist hoffentlich die Veronica schnell genug bei uns. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Okay, wir können allerdings jetzt... Okay. Okay. Gucken wir mal, wo jetzt unser Überfall kommt. Zum Ort springen. Da kommt schon der erste Typ mit dem Messer. Okay. Und da unten kommt der nächste Typ mit dem Messer. Kein Problem. Das machen wir dann gerne. Hier ist die Veronica im Anmarsch. So, dann stellen wir doch mal erstmal alle Tiere auf Gebiet 3. Sicher ist sicher. Immer schön ins Haus. So, Topaz, du gehörst bitte auch ins Gebiet 3. Und Brooks stellen wir bitte mal hier hin. Diamond stellen wir mal bitte hier hin. Agate, ich weiß, du hast jetzt keinen Bock, aber dich stellen wir hier hin. Und Ruby, du bist die eiserne Reserve. Immer schön hier auf Kampfstation. Weep, weep, weep. Ich mache jetzt mal hier die fiese Sirene. So, Veronica, komm mal rum. Flüchte dich bitte hier in unser schönes Zuhause. Während wir darauf warten, dass irgendwelche lästigen Leute vorbeikommen. Und versuchen hier ein bisschen Stress zu schieben. Okay, Comarero. Das ist ja auch mal ein geiler Name, was auch immer es bedeuten mag. Wir haben übrigens genügend Gräber für euch, liebe Leute. So, kommt ihr doch mal rum hier. Okay, der erste ist tot. Okay. Also das hat offensichtlich sehr gut geholfen, ihn abzuschrecken.
Oi, okay, das Thema hat sich jetzt hier sehr, sehr schnell erledigt. Den Schlagfallen sei Dank. Alter Schwede. Okay, wir sind fertig hier. Wow. Also hätte ich mal geahnt, wie effizient diese Schlagfallen sind. Krass. Okay, Brooks, du darfst dann erstmal hier den begraben, bitte. Ist Mensch Leichen? Nein. Bitte tragen. Und den dann bitte auch hier. Ah ja, okay, das kannst du dann gerne danach. Ah, immer schön ins Grab rein damit. So die ganzen Leichen, das ist ja nichts Schönes. Oh, hallo Katze, möchtest du gucken, was ich mache? Ja, Nase lecken ist auch fein. Meine Katze hat sich jetzt hier gerade vor mich hingesetzt und versucht mir durch ihre freundliche Präsenz klarzumachen, dass sie gerne etwas essen möchte. Idealerweise etwas Leckeres. Und zwar was, was sie mag. Ja, mein Kätzchen, was ist los, No, nicht hin. Ich bin ja so froh, dass sie wieder richtig gesund geworden ist oder zumindest jetzt deutlich auf dem Weg der Besserung ist. Also ganz überstanden haben wir es noch nicht. Aber ein Kätzchen, das sich vor mich hinsetzt und um Futter bettelt und so weiter, dem kann es nicht schlecht gehen. So, wir bauen jetzt hier erstmal noch kurz einen Schlafplatz hin. Bitte, Veronika. Du darfst gerne heute Nacht hier schlafen. Oh, was machst du denn hier? Die kocht. Geil. Also sie wird wahrscheinlich nicht unbedingt die Bereicherung für die Kolonie sein, aber dadurch, dass sie hier Dinge machen möchte, finde ich ja schon mal sehr sympathisch. Also die ist hier ordentlich am Werkeln. Was machst du denn jetzt hier? Hä? Geht die bauen? Ist jetzt hier ordentlich am... Alter Schwede, okay. Die ist jetzt hier ordentlich am Bauen. Finde ich cool. Kaum da schon am Konstruieren. Ja gut, das möchte sie auch gerne lernen. Entschuldigung. Katze, du sitzt so ein bisschen im Weg. Das ist dir schon klar. Du musst jetzt nicht mein Kinn ablecken. Okay. Meine Katze ist ein sehr liebevolles und anhängliches Tier und sie weiß ganz genau, wie sie mich nerven kann, damit ich das tue, was sie möchte. Haustier, ich hab dich gern. Ja, ich hab dich sehr gern. Vor allem, wenn du im Weg sitzt. Ach, Katze. So, okay. Pflege kann sie nicht. Was kann sie denn doch? Handwerk könnte sie. Oh ja, die kann das richtig gut. Wahnsinn. Was kann sie hier? Kunst? Kann sie vier? Okay, Schneidern. Das wirst du machen. Das wirst du auch machen. Bauen? Ja, macht sie ganz gerne. Jagen ist auch okay. So, was hast du hier? Tierpfleger? Ja, drei ist auch okay. Katze. Alter. Ah, okay, jetzt hat sie sich hier ganz, ganz breit hingeschmissen. Ach, Katze. Ich hab dich sehr gern, Katze. Manchmal bist du echt nur eine Nummer. Bist so eine Nummer hier, Ja. Ja, sorry, dass das Tier sich hier gerade so ein bisschen einmischt. Aber ich bin sehr froh drum, dass sie es tut. Dass es ihr auch wieder gut genug geht, dass sie mich nerven kann. Das ist einfach schön. Das freut mich persönlich sehr, sehr. Sehr, sehr arg. Miau, ich hab Hunger. Die Katzen in Game sind echt wie echte Katzen. Immer am Rumnerven. Aber es ist cool, wir haben die gute Veronika hier tatsächlich befreit, gerettet. Wir haben ihr helfen können. Gegen die zwei Jungs, die halt an unseren Schlagfallen und an unseren Pfeilen gescheitert sind. Aber diese Schlagfallen sind echt total finster. So. Da setzen wir jetzt aber eine aus Stahl hin. Sicher ist sicher. Vor allem, wir haben genug davon. Zeug wird ja nicht schlecht. Ist ein schlechtes Messer? Okay. Was bist du? Auch ein schlechtes Messer? Okay. Kein Problem. So. Was fehlt uns denn heute noch Schönes?
Und wir haben hier bald das nächste Hühnchen, hoffentlich. Also wenn alles gut geht. Aber hier fehlt noch ein bisschen was zu tun. Und wir müssen definitiv wieder Holz hacken gehen, wie es aussieht. Eieiei. Das ist krass. Also, wir brauchen sehr viel Holz. Viel Holz. Sehr viel Holz. Aber es gibt hier auch genug. Oh, Ruby putzt hier erstmal den ganzen Boden. Okay. Wir müssen mal so ein bisschen den ganzen Blutkram wegwischen. So, sozial, oje. Du kommst mit niemandem wirklich gut klar. Ruby findet sie so ein bisschen blöd. Okay. Und die starten alle mit minus 25 oder 45. Wow. Alle total misstrauisch ihr gegenüber. Das finde ich jetzt auch mal hart. Aber wir müssen ja definitiv jetzt auch ein Zimmerchen basteln, glaube ich. Sieht ja sonst so ein bisschen schlecht aus. So, Topaz, was machst du? Du gehst spazieren. Ja, so ein bisschen Entspannung ist auch okay. What? Wieso? Ach so, klar. Das ist ja noch das Zeug von eben. Ich war schon etwas irritiert. Ruby legt hier jetzt erstmal einen Haufen Eier hin, okay. Spielt Hüpfstein. Oh Mann, Leute, ihr sollt arbeiten. Nicht die ganze Zeit spielen oder spazieren gehen. Es ist doch echt nicht die Möglichkeit. Okay, Topaz, du hast nichts zu tun. Dann sammel doch mal ein bisschen Holz ein oder so. Oder geh Holz hacken. Außerhalb der erlaubten Zone. Ach, fuck, ja, genau. Ja, sorry. Das war jetzt blöd. Total vergessen. Und meine Tiere muss ich jetzt auch wieder ins normale Tiergebiet zurückbringen. Sonst verhungern die hier nämlich. Ah, und wir können anfangen, hier ordentlich Bierwürze zu basteln. Sehr schön. Make what? Was ist denn what? Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass das tatsächlich Bierwürze ist. What? Würze? Könnte sein. Ich hoffe mal das Beste. So, dann stellen wir den mal hier dran. Wir haben genug von diesem lustigen Zeug. Können wir alles prima verarbeiten. Warte mal, dann machen wir hier mal ordentlich eine Menge. Weil wir haben ja jetzt hier gerade auch ordentlich Hopfen geerntet. Dann geht das nicht verloren. Dann vergisst das auch niemand. Ja, läuft doch eigentlich ganz witzig hier. Was bist du? Henne Nummer 1. Rooster Nummer 1. Okay, Diamond dengelt hier gerade so den Stahlstuhl zusammen. Passt auch. Kein Problem. So, ich glaube aber mal, wir müssen mal wieder gucken, ob wir irgendwo Fleisch finden. Weil unsere netten Tierchen ja hungrig sind. Vielleicht finden wir auch mal irgendwas Größeres. Es kann ja nicht immer drauf rauslaufen, dass wir hier irgendwie... Oh Mann, wie viel Boomalupes gibt's denn hier? Ey, Wahnsinn. Krass. Okay, ich guck mal bei den Wildtieren. Okay, es gibt irgendwelche Schildkröten. Es gibt sehr viele Ratten, wilde Wild Boars. Okay, die sind alle irgendwie so auf dem Haufen. Ist jetzt auch nicht so super. Alpaka, Boomalup. Oh Gott, Alter, wie viele Boomalupes sind das denn? So, die Rhinozerosse sind nicht auf einem Haufen, okay. Das ist das obere. Und hier sind, das sind alles irgendwie Pärchen, ne? Ich glaube ja, dass das irgendwie Pärchen sind. Also, zu zweit sind die alle. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so ideal. Aber gut, ich denke mal, mit dem Problem werde ich mich in der nächsten Folge dann auseinandersetzen, dass unsere Tiere Hunger haben.
Wobei sie natürlich auch normale, einfache Mahlzeiten essen. Das ist jetzt nicht so das Thema. Das funktioniert eigentlich auch ganz brauchbar. Dafür müsste ich sie allerdings in die Speisekammer reinlassen, was ich eigentlich nicht will. Weil ich habe sie ja extra hier rausgeschmissen, damit das mit dem Essen mal irgendwie eine Lösung gibt. Und diese kleinen Hunde, sie sind so süß. Labrador, Puppi, Papi. Okay, Forschung abgeschlossen, Kakao anpflanzen. Jetzt kann ich Kakao bauen. Schokolade essen entspannt und sie erzielt auch einen guten Preis auf dem Markt. Okay, also als nächstes sind wir jetzt hier definitiv bei der Elektrizität. Es wird ewig brauchen, aber wir brauchen sie. Sonst kriege ich hier nichts gekühlt hin. Angesichts der Tatsache, dass es hier immer super, super heiß ist. Ja, ne? Wir müssen. Sonst wird das nix. So, okay. Hier drin ist es kühl. Dann werde ich mal das Alpaka auf das Hühnergebiet zuweisen. Was los, Kätzchen? Oh. Jetzt legt sie sich hier hin und macht einen auf ganz niedlich und liegt halb auf meiner Tastatur drauf. Es sind schon so diese Momente. Ehrlich. Ich mag dieses Tier sehr, aber ab und an ist sie schon so ein bisschen fies. So, wir bauen hier noch ein bisschen Heugras an, damit das Tierchen hier nicht arg verhungern muss oder so. Ist natürlich auch wichtig. Vor allem, das wächst echt langsam, wenn ich mir das so angucke. Könnte schneller gehen. Wort 10. Okay, also ich hoffe mal, dass das jetzt diese Bierwürze ist. Dann brauchen wir nur noch jemand, der das hier reinfüllt. Aber das kriegen wir auch noch hin. Okay, ihr Lieben, macht es gut. Ich hoffe mal, ihr hattet eine schöne Zeit. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich bin vor allem sehr froh darüber, wie das sich hier entwickelt. Und wir werden dann einfach mal sehen, wie es weitergeht. Macht's gut, ihr Lieben. Bis denn und tschö.